Hallo YouTuber und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, wir haben heute die Future Stars Challenge 6 am Start. Da kriegen wir ein Prime Electrum Spieler Pack. Ist stabil, ist okay, solide, kann man machen. Wir dürfen maximal 5 Vereine einbauen, das ist immer ein bisschen schwierig, weil vor allem wenn der Verein nicht ganz so voll ist, dann ausgerechnet die Vereine zu finden, wo man halt ein paar Leute hat. Ist immer nicht ganz so einfach, ich habe es einigermaßen hinbekommen. Mindestens 4 Länder im Team, das kriegt man glaube ich relativ easy hin. Maximal 4 Spieler aus einer Liga dürfen wir außerdem nur benutzen, also da muss man auch wirklich ein bisschen aufpassen, wen man von wo nimmt und so weiter und so fort. Ein seltener 75er Rating und 22 Chemie haben wir alles easy erreicht, also sogar ein paar mehr seltene Spieler drin als gebraucht. Ein Chemiepunkt mehr, Rating passt. Ich bin durch meinen Verein gegangen, habe da unter anderem Real Sociedad gefunden. Da habe ich mir dann noch Sörloth dazu geholt, dass ich 4 aus der Liga und alle 4 von Sociedad habe, dass die alle auf Full Cam kommen, also 4x3 sind wir schon mal bei 12. Bin dann ein bisschen weitergegangen, habe dann passenderweise sogar noch von Nigeria Akpoguma gehabt und einen weiteren Hoffenheimer im Team, dass wir dadurch auch nochmal ein bisschen mehr Chemie bekommen und dann mit ganz am Ende mit einem Schalker noch aufgefüllt, beziehungsweise einfach einen Bundesligaspieler, weil ich noch einen Verein offen hatte. Dadurch sind wir hier auch schon mal bei 6 weiteren Chemiepunkten, also 18. Und den Rest habe ich mir über die Premier League geholt. Da haben wir nochmal 2 Aston Villa-Spieler und 2 Leicester-Spieler. Da kriegen wir nochmal 5 Chemiepunkte zusammen, sind wir bei 23. Also ja, ich bin so ein bisschen die Vereine durchgegangen, die ich halt rumliegen habe im Verein. Und dann ist das dabei rumgekommen. Musste mir 2 Spieler holen, das ist okay. Kann man machen. Und geht, denke ich, mal fit. Ja, man muss halt ein bisschen gucken, was man macht. Ne? Also man muss so ein bisschen, halt rumtüfteln. Und gucken, was man so rumliegen hat im Verein, wie gesagt. Ging bei mir einigermaßen gut. Es ist gerade 19 Uhr geworden. Ich will mal ganz kurz gucken, ob heute irgendwas rausgekommen ist. Packs-mäßig. Nö. Aber es ist die... Ja. Egal. Wir machen weiter mit dem Prime Electrum Pack. Kriegen nicht mal ein Board. Spanier. Es ist Pedro Porro. Und ansonsten... Nothing special. Ja, ich würde sagen, das war's an diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.